Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute ist der 24. Dezember und wir machen einen Vlog, das heißt so eine Art Advent-Vlog. Denn ja, heute ist eben der 24. Dezember und ich nehme euch mal bei den Kaninchen mit, was wir da alles so bei ihnen vorbereiten. Und ja, es gibt sogar ein kleines DIY, das ihr für eure Kaninchen selber machen könnt. Eigentlich sogar zwei, ein Food DIY und eins als Spielzeug für Kaninchen. Und dann starten wir jetzt gleich mal mit dem Adventkalender. Und zwar mit dem 24. Türchen. Vorab möchte ich noch sagen, dass in diesen Adventkalender-Türchen alle Türchen so ein bisschen drinnen sind. Als erstes, wenn wir das Türchen aufmachen, sehen wir auch gleich diese Sushi Roll. Das ist auch von Grainless. Dann auch noch das Grainless Kräuterherz. Das sehen wir jetzt auch noch. Dann noch ein paar Trockenkräuter. Und ja, ein paar Erbsenringe. Diese Kräuterdrops sind auch noch dabei. Und ein paar Karottenchips. Das sehen wir jetzt alles hier und das bekommen sie auch gleich. Also erst starten wir mit dem Food DIY. Vorab möchte ich jetzt auch nochmal hinzufügen, dass ich das Rezept, was ihr jetzt gleich sehen werdet, von Bunny's Diary habe. Also schaut da auch gerne mal vorbei. Ich verwende hier zwei Karotten, eine Stangensellerie, Wirsing, eine Banane. Hier liegen zwar zwei, aber ich nehme nur eine. Dann einen Apfel, dann ein paar Trockenkräuter, die habe ich auch von Crayless. Ja, dann noch eine Rührschüssel. Du kannst natürlich auch ein anderes Gefäß nehmen, aber ich habe mich jetzt für diese Rührschüssel entschieden. Du brauchst natürlich noch ein Schneidebrett und ein Messer, aber das ist eigentlich eh logisch. Und dann noch eben diesen Rührstab. Du kannst auch einen Mixer nehmen oder das alles so fein herreiben mit einer Reibe. Das hatte ich auch schon öfters mal gemacht, aber mit diesem Wirsing geht das einfach nicht, dass man das herreibt. Also ja, wie denn auch. So, ich habe da jetzt einfach mal alles in kleine Stückchen geschnitten und in die Rührschüssel gegeben. Also ich habe da dann auch noch ein bisschen Wasser gegeben, weil vorhin einfach alles nur ziemlich hart noch war und ich habe das auch nicht richtig mixen können. Das war auch ein bisschen blöd, aber naja, man kann ja nichts dagegen machen, deswegen habe ich einfach noch ein bisschen was hinzugegeben. Genauso sieht das dann auch aus. Ich habe hier eben noch die Kräuter hinzugegeben. Das habe ich vorhin, glaube ich, noch nicht gesagt, aber das war ein Fehler. Ist halt zuerst alle Zutaten vermischen und dann erst die Kräuter reingeben, denn ich weiß auch nicht, das war irgendwie ein totaler Fehler, aber ja. Jedenfalls, ich gebe euch jetzt einen Tipp, gebt die Kräuter einfach, wenn ihr überhaupt welche reingebt, erst am Schluss rein. Ich habe jetzt alles in diesen Napf hier reingefüllt. Den habe ich mir zuvor bei den Kaninchen geholt. Und ja, ich habe das dann auch noch ein bisschen schön dekoriert. Das könnt ihr dann in den weiteren Aufnahmen auch noch erkennen. Ich habe einfach ein bisschen zu viel Masse genommen. Also die Hälfte hätte auch locker gereicht. Das habe ich dann ein paar Stunden lang in den Kühlraum gestellt. Dann habe ich das ja, wieder geholt, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich das auch noch ein bisschen dekoriert. Das bringe ich jetzt den Kaninchen, das hat ihnen auch sehr geschmeckt. Ich habe das eben noch mit Gurken und Paprika verziert, habe eine 24 mit meinen unter Anführungszeichen künstlerischen Fähigkeiten da rauf projiziert, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Und ja, mein Charlie hat sich auch, total drauf gestürzt, ihm hat das, glaube ich, am besten geschmeckt. Aber er ist auch erst später hinzugekommen. Aber ja, zuerst haben sich meine Kaninchen auch nur über die Gurken sie haben zuerst nur die Gurken gegessen und später dann erst den Brei an sich. Aber so im Großen und Ganzen denke ich mir, dass sie sehr, sehr zufrieden über ihr Essen waren. Ja, ich finde das nicht den passenden Ausdruck dafür. Aber sie bekommen natürlich auch noch ihr normales Frühstück. Das besteht dann auch hauptsächlich nur aus
blättrigem und Knollengemüse. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich habe auch mal ein Video hochgeladen über Winterfütterung. Ein anderes Video wird dann auch nächste Woche noch dazu online kommen. Das ist, ja, so, wenn ich das mal sagen kann, es kommt dann einfach nächste Woche rauf. Und ja, ich bringe Ihnen jetzt einfach mal das Fressen, also ihr Frühstück, und dann sehen wir uns gleich wieder. Hinzugegeben. Meine anderen Kaninchen sind währenddessen schon nach draußen gegangen und ich habe meinem Charlie jetzt einfach noch so ein kleines Säckchen mit Heu in das Gehege reingetan. Da werdet ihr dann auch noch ein DIY dazu gleich finden, also das seht ihr jetzt dann gleich. Und jetzt gibt es eben erstmal ihr Frühstück, das besteht eben auch aus Paprika, dann habe ich mir noch hier so ein Selleriestück, Kohlrabi-Stück natürlich auch. Dann haben wir ein paar Karotten, dann Endivien-Salat. Dann lesen wir Sinkohl. Wie nennt man diesen roten Salat hier? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls noch ein bisschen Chinakohl. Ja, Karotten weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ja, und jetzt bekommen sie dann auch einfach noch ihr Adventkalender-Türchen mit der Nummer 24, das gebe ich ihnen dann einfach am Abend. Also diese Blütenröhre hier, also was es auch immer sein soll, das gebe ich ihnen einfach dann am Abend rein. Dieses Stäbchen hier gebe ich ihnen zum Mittag rein, dass sie eben auch noch ein bisschen etwas von Weihnachten haben. Und jetzt machen wir uns eben unser DIY. Das werdet ihr jetzt in den laufenden Folgen dann auch schon sehen. Dazu habe ich hier auch noch ein paar Leckerlis vorbereitet, dann meine selbstgemachten und selbstgetrockneten Apfelchips und Karottenchips. Dann auch noch diese Leckerlis, die verwende ich aber nicht, weil sie einfach zu groß sind und sie das aus dem Säckchen dann nicht rauszupfen können. Ja, dann fangen wir auch gleich an. Ich habe da das erste Päckchen ein paar Trockenkräuter reingegeben, mache das dann einfach mit einer Schnur fest. Also der Beutel, das ist ein Jutebeutel. Da schneide ich einfach noch Löcher rein und dieser Faden hier, das was ihr hier seht, das ist auch so eine Art Jutefaden oder ja, keine Ahnung, es ist irgendwas aus dem gleichen Stoff und das dürfen Kaninchen auch auf jeden Fall fressen. Ich habe ihnen ja jetzt dann noch alles reingegeben und an dieser Stelle möchte ich mich auch noch von euch verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart und schaltet unbedingt auch beim nächsten Mal wieder ein. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob euch in diesem Video etwas anders vorgekommen ist. Wenn nicht, dann ja. Tschüss!